Nein. Das ist wirklich alles. Nein. Ey, das kann mir Alexa nicht erzählen. Das ist wirklich alles, alles. Sie sind jeden Tag mit uns. Die Sprachassistenten, sei es Siri, Google Assistant oder Alexa. Sie hören mit. Amazon erklärt, wie Alexa ein privates Gespräch aufzeichnet und einen anderen Benutzer schickt. Doch was steckt dahinter? Was dürfen die Konzerne mit unseren Daten? Das schaue ich mir heute an. Zu Beginn schauen wir uns doch die Fakten zu Sprachassistenten an. 44% der Befragten gaben an, dass sie Sprachassistenten verwenden. 53% sagten, dass sie keiner solcher Geräte nutzen und 3% hatten keine Ahnung. Aber wofür werden sie verwendet? Auf Platz 1 mit 82% sind Geräte im Haushalt steuern und Musik abspielen und Radio hören. 43% hören die Verkehrsinformationen, gefolgt von Sucherfragen und Internetrecherche. Auf den restlichen Plätzen sind auch Sachen wie Sportergebnisse, Wettervorhersage, Kochrezepte. Auf letzten Platz mit nur 25% sind Produkte bestellen. Ja, es gibt wirklich viele Leute, die Sprachassistenten kaufen. Machen wir weiter mit den Erwartungen, die wir an Sprachassistenten haben. Die meisten, also mit 86%, wollen lediglich, dass sie Befehle ausführen. Auf Platz 2 mit 63% sind Gespräche führen und mit dem Nutzer interagieren. Die wenigsten wollen nach einer Nutzung gefragt werden, ob sie mit der Interaktion zufrieden waren. Es gibt aber auch Menschen, die Sprachassistenten nicht nutzen. Gründe dafür sind, weil sie sich um ihre Daten sorgen. Das sind 53%. Andere haben Angst, dass andere sie abhören können oder ihnen ist der Preis einfach zu hoch. Die wenigsten sind der Meinung, dass andere Bedienmöglichkeiten bequemer sind. Der Vergleich. Schauen wir uns die Geräte der drei größten Anbieter genauer an, also Amazon, Apple und Google. Beginnen wir mit der Amazon Alexa. Begonnen hat alles mit der Amazon Echo. Merkmale sind, man kann Musikdienste verbinden, um Musik zu hören. Zudem einzigartig sind die sogenannten Skills. Das sind ähnlich wie beim Handy Apps. Zusatzfunktionen, die man sich am Computer für seine Alexa herunterladen kann. Seit Oktober 2016 ist das Gerät auch in Deutschland und Österreich erhältlich. Weiter geht es mit Google Assistant. Aktivieren kann man den Assistant mit OK Google. Oder natürlich, man kann wie ich die App installieren. Und mit der App können wir einfach draufdrücken und kommt dann schon ins Google Assistant Menü. Google Assistant, sag mir mal, was kannst du? Ich kann Informationen für dich heraussuchen, dich unterhalten oder deine Termine organisieren. Dem Ötzi hätte ich damals sicher den Weg weisen können. Ja, wir sehen, Google Assistant kann viele verschiedene Sachen. Also, sie kann Informationen raussuchen. Wir können sie zum Beispiel fragen, wann wurde Maria Theresia geboren? Maria Theresia wurde am 13. Mai 1717 geboren. Wir können also verschiedene Informationen, weil sie halt Zugriff auf das Ganze auf Google hat, weil sie halt Google Assistant ist. Und Google hat Zugriff auf super viele Webseiten weltweit und deshalb kann man mit ihr sehr, sehr viel verschiedene Sachen machen. Zudem kann man, glaube ich, auch noch Kalender eintragen. Kannst du das für mich in den Kalender eintragen? Ja, also man kann viel verschiedene Sachen mit Google Assistant machen. Machen wir weiter mit Siri. Und die gibt es auf dem iPhone. Ja, und dafür sind wir jetzt hier auf der Website von Apple. Was kann ich Siri fragen? Das ist ja eine Support-Website. Können Sie natürlich auch sehr gerne drauf gehen. Und hier finden wir interessante Sachen, ne? Was man so mit Siri machen kann. Ich meine, natürlich kann man sie mit alles verbinden, also Handy, Tablet, die Fernbedienung vom Apple TV und auch die Apple Watch. Und man kann tägliche Anrufe, Nachrichten senden, Informationen finden, Routen berechnen, Musik abspielen. Denn Apple-Geräte finden ist natürlich auch praktisch, wenn man ein Gerät verloren hat. Und ja, man kann eben das ganze Haus steuern mit der App Home von Apple. Da kann man sehr, sehr viel machen. Das Licht zum Beispiel oder viele andere Produkte, die alle auch mit Apple verbindbar sind, auch einfach steuern. Und natürlich gibt es auch die App-Kurzbefehle, die hilft auch, dass man Kurzbefehle macht, zum Beispiel, dass wenn das und das passiert, soll dann mein Wecker klingeln oder
wenn die App deinstalliert ist, soll man benachrichtigt werden. Nach diesem Überblick möchte ich jetzt zum eigentlichen Thema kommen. Schauen wir uns jetzt mal an, was Alexa so über mich weiß. Auf Alexa Datenschutz und wir gucken mal den gesamten Verlauf. Nein! Da ist wirklich alles! Nein! Ey, das kann mir Alexa nicht erzählen. Da ist wirklich alles, alles. Jeder einzelne, alles, was ich gesagt habe. Seitdem ich Alexa gekauft habe, ist vor, glaube ich, einem Jahr circa. Nein. Ich kann hier noch gucken. Audio war nicht für Alexa gedacht. Da steht irgendwas von Audio war nicht für Alexa gedacht. Ich hör mal kurz rein. Ja, okay, das war jetzt kein großes Audio. Das lösche ich trotzdem. Nee, das will ich nicht. Wirklich, da ist alles. Ich kann... Keine Ahnung. Ich kann hier einfach alles gucken. Ja, wirklich alles. Das... Für mich unglaublich. Und... Werde ich sofort... Aber sofort löschen. Das Problem beim Mikrofon. Um den Sprachassistenten zu aktivieren, benötigt man ein Keyword. Dieses Keyword dürfte in den meisten Fällen Alexa lauten, kann jedoch auch zu anderen Wörtern geändert werden. Etwas außergewöhnlicher und weniger verbreitet ist das Wort Computer. Anhand dieses Keywords kann das Gerät erkennen, wann mit dem Sprachdienst Alexa kommuniziert werden soll. Sobald das Keyword entdeckt wurde, wird die Verbindung zum Natural Language Service hergestellt, der für die Konvertierung von Sprache zu Text verantwortlich ist. Innerhalb dieser Texte können sogenannte Intentionen festgestellt werden, die schlussendlich für die Ausführung bestimmter Aktionen sorgen. Damit diese Technologie funktionieren kann, wird die Alexa-Aufnahme direkt an die Server von Amazon gesendet. Dort werden die Daten entsprechend verarbeitet und eine passende Antwort an das Gerät zurückgeschickt. Die Verarbeitung der Daten auf den Servern ist dabei deutlich effizienter, weshalb die Erkennung der Intentionen nicht auf der Amazon Echo selbst durchgeführt wird. Also ist es nicht falsch zu behaupten, dass Alexa einfach immer mithört. Allerdings werden hierbei keine Daten gesendet und Alexa nimmt auch nicht einfach so Gespräche auf. Im Standby-Betrieb versuchen unterschiedliche Mikrofone im Gerät, das Keyword zu erkennen, das man eingestellt hat. Bis zur Erkennung des Wortes werden keinerlei Sprachdaten übertragen. Aufnehmen kann es aber schon. Um die verschiedenen Sprachbefehle ausführen zu können, muss das Gerät zwangsläufig die Sprache aufnehmen. Technisch gesehen ist das Gerät außerdem dazu in der Lage, jederzeit die Unterhaltung am jeweiligen Standort abzuhören und aufzunehmen. Hierzu bietet die Amazon Echo bis zu 8 Mikrofone, die im Normalfall erst nach der Aktivierung das Gespräch aufzeichnen und versenden. Und leider ist es auch nicht so schwierig für Hacker, uns abzuhören. Deshalb immer ein sicheres Passwort verwenden. Der Alltag der Lauscher. Und ja, auch Menschen werten diese Aufnahmen aus. Der Spiegel hat dazu einen Mitarbeiter von Apple interviewt, der genau das jeden Tag macht. Ich sitze jeden Tag in einem Großraumbüro mit Kopfhörern vor dem Computer und höre mir Sprachaufzeichnungen an. Ist das, was ich höre, nicht verständlich, wird es als solches kategorisiert. Er verzeichne auch, wenn etwas zufällig oder in einer anderen als der eingestellten Sprache aufgenommen wurde und wenn der Teil abgeschnitten wurde. Wenn alles okay ist, schaue ich mir an, was die Software, zuständig für die schriftliche Erfassung und Wiedergabe, daraus gemacht hat. Das können dann bis zu 1600 Aufnahmen pro Schicht sein. Manchmal bekomme ich dabei auch Amüsantes zu hören. Die Kinder sind das Beste. Sie blödeln mit Siri rum, was man in unserer Software schnell als unverständlich wegdrücken kann. Oder sie stellen richtige Fragen. Was bedeutet Metronom? Wo ist Thailand? Was heißt Ich liebe dich auf Chinesisch? Oder sie kommunizieren mit ihren Freunden, wollen was Digitales spielen, Musik hören. Die ganzen Kleinen kommunizieren direkt mit Siri. Die guten und schlechten Sachen. Alexa hat aber auch schon einmal geholfen, einen Mordfall zu lösen. In dem Fall geht es um eine Leiche, die im November 2015 im Whirlpool des Verdächtigen gefunden wurde. Das Mordopfer war stranguliert worden. In dem Haus stand auch eine Amazon Echo, der als vernetzter Lautsprecher Sätze und Satzbruchstücke an Amazons Cloud-Dienst versendet. Eigentlich erst, wenn es mit dem Aktivierungswort eingeleitet wurde, aber oft auch, wenn das Gerät nur meint, aktiviert worden zu sein. Abgesehen von dem vernetzten Lautsprecher hatten die Ermittler aber schon einen vernetzten Wasserzähler untersucht. Der hatte am Tattag
den Verbrauch von rund 530 Liter Wasser zwischen 1 und 3 Uhr morgens registriert. Das könnte bedeuten, dass der Täter das Wasser verbrauchte, um Spuren zu beseitigen. Doch es gibt auch negative Berichte. Ein Amazon Echo Gerät soll ein privates Gespräch zwischen einer Frau und ihrem Ehemann aufgezeichnet und die Aufzeichnungen an Angestellten des Ehemanns gesendet haben. Amazon äußert sich dazu und behauptet, Echo wachte auf, weil ein Wort im Hintergrundgespräch wie Alexa klang. Dann wurde die nachfolgende Konversation als Nachricht-Senden-Anforderung gehört. An diesem Punkt sagte Alexa laut, an wen? An diesem Punkt wurde das Hintergrundgespräch als Name in der Kontaktliste des Kunden interpretiert. Alexa fragte dann laut, ist dieser Name richtig? Alexa interpretierte dann die Hintergrundgespräche als richtig. So unwahrscheinlich diese Reihe von Ereignissen noch ist, wir evaluieren Optionen, um den Fall noch unwahrscheinlicher zu machen. Wer seinen Sprachassistenten im Wohnzimmer aufstellt, möchte auch mal gerne ungestört einen Film schauen oder sich mit anderen Personen unterhalten. Dafür gibt es eine spezielle Taste. Die Taste ist gekennzeichnet mit einem durchgestrichenen Kreis, der die Mikrofon des Echos deaktiviert. Am Gerät leuchtet ein roter Kreis auf, der die Deaktivierung des Mikrofons symbolisiert. Solange dieser Kreis rot leuchtet, kann Alexa einen nicht hören und reagiert auch nicht auf einen Zuruf. Was man auch machen kann, ist auf der Amazon-Website alle eigenen Sprachaufnahmen zu löschen. Ein weiterer Tipp, den man durchaus noch heute umsetzen sollte, ist die Deaktivierung von Spracheinkäufen. Das kann mal bequem von der App konfiguriert werden, so dass auch bei der Puppenhausbestellung die Amazon Echo nicht für die Verluste am Konto sorgt. Ohnehin macht es in Haushalten durchaus Sinn, die Spracheinkäufe zu unterbinden, zumindest wenn Kinder unter den Bewohnern sind. Kinder können oft die Konsequenz nicht einschätzen, was man ihnen nicht zum Vorwurf machen kann. Um trotz Aufklärung eventuelle Konsequenzen aus dem Weg zu gehen, lassen sich so präventiv Maßnahmen ergreifen. Was lässt sich also sagen? Alexa kann uns durchaus abhören. Jedoch kann sie auch ein großer Helfer im Alltag sein, wenn man sich nur einen Timer stellen möchte oder Musik hören möchte. Wenn man sich privat unterhalten möchte, ist es sehr ratsam, das Mikrofon auszuschalten. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mich gerne wissen, ob euch diese Reportage gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.